Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie Dokumente wiederherstellen, die nach dem Formatieren eines USB-Laufwerks mit OneTrack Easy Recovery verloren gegangen sind. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wir verbinden ein USB-Laufwerk mit drauf gespeicherten Dokumenten mit dem Computer und formatieren es. Danach machen wir folgende Schritte. Starten Sie OneTrack Easy Recovery und wählen Sie in Schritt 1, der nach dem Begrüßungsfenster geöffnet wird, den Datentyp aus, der wiederhergestellt werden soll. Weiter wählen Sie im nächsten Fenster unser USB-Laufwerk aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen. Wir warten auf den Abschluss des Scans. OneTrack Easy Recovery zeigt die auf dem USB-Laufwerk gefundenen Dateien an und sortiert sie nach Dateityp in Ordner. Wir suchen unsere. Wie Sie sehen, hat das Programm daher nur einen Teil der Dateien erkannt, die sich vor Formatierung auf dem USB-Laufwerk befanden. Wählen Sie sie aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Wiederherstellen. Geben Sie den Ordner an, in dem die wiederhergestellten Dateien gespeichert werden sollen. Dateien wurden wiederhergestellt. Danach machen wir folgende Schritte. Lassen Sie uns dieses USB-Laufwerk mit Hetman Partition Recovery scannen. Wählen Sie vollständige Analyse und warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Wie Sie sehen können, zeigt das Programm Dateien an, die von OneTrack Easy Recovery nicht erkannt wurden. Obwohl Ihre Namen geändert wurden, sind sie in Ordnern nach Dateierweiterungen angeordnet und Sie können die gewünschte Datei bestimmen, indem sie im Vorschaufenster anzeigen. Wir können daraus schließen, dass OneTrack Easy Recovery ein gutes Datenwiederherstellungsprogramm mit einem guten Satz von Funktionen ist. Wie wir jedoch beim Wiederherstellen von Daten von einem USB-Laufwerk nach dem Formatieren gesehen haben, konnten im Gegensatz zu Hetman Partition Recovery aus irgendeinem Grund nicht alle Dateien wiederhergestellt werden. Dies ist höchstwahrscheinlich auf das Fehlen des in Hetman Partition Recovery implementierten Algorithmus zur Signaturanalyse zurückzuführen, mit dem Dateien basierend auf ihrem Inhalt wiederhergestellt werden.
Wenn das Programm eine bestimmte Folge von Bytes auf der Festplatte findet, liest es den Inhalt und zeigt ihn dem Benutzer an. Wenn Sie das USB-Laufwerk formatiert haben und die dadurch verlorenen Dateien wiederherstellen müssen, ist es daher besser, Hetman Partition Recovery zu verwenden. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video wird Ihnen nützlich sein. Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank. Tschüss.